So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum großen Finale von Let's Play Star Wars Episode 1. Und ihr seht es gerade mit eigenen Augen, ich habe das Handtuch geworfen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe den Unverwundbarkeitsschied angemacht, das ist mir jetzt sowas von Latte. Wir ziehen das Spiel jetzt im Finale durch. Ich will mich hier jetzt auch nicht lange mit den Droiden hier irgendwie lange rumärgern oder mich hier mit denen lange streiten. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Bei mir ist das fast übergelaufen. Star Wars Episode 1. Ich werde da gleich, wenn wir das Spiel durch haben, einiges zu sagen. Ich werde einiges dazu sagen, Leute. Ich habe einiges dazu zu sagen und ich werde einiges dazu sagen. Momentan liebe ich es jetzt einfach mal wie Gott, dabei zuzusehen, wie Panakan stirbt, weil ich wahrscheinlich eine unsichtbare Mauer passiert habe. Davor schützt uns der Unverwundbarkeitsschied, wie es aussieht, nicht. Guck mal, Alter, das ist typisch Wishes, hat einen Unverwundbarkeitsschied an, schafft es aber trotzdem zu sterben. Kriegt trotzdem Game Over Screen hin. Leute, Star Wars, ich begrüße euch ganz, ganz offiziell hiermit beim Finale. Ich kann es nicht erwarten, Alter. Ja, jetzt kriegt ihr das Ding auf einmal down. Du willst mich doch auch komplett dumm machen, dumm verarschen. Boah, Leute, mein ganzes Vokabular geht hier bei Sterben, ey. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ausgelaugt. Ich will nicht mehr. So, ich baller jetzt noch die Droiden hier hinten ab, damit Panakan hier einmal durchrennen kann. Weil der scheint ja nicht so ganz unverwundbar zu sein. So, kommst du jetzt hier hinterher so? Ne, jetzt haben sich hier die Rollen vertauscht, ne? Wer ist jetzt hier von wem der Wächter? Beziehungsweise die Wache. Wo ist er denn jetzt? Ah, er bleibt da hinten stehen. Dann weißt du was? Bleibt da hinten mal stehen. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Aber guckt euch das mal an, was hier noch alles auf uns zukommt. Hier oben, Leute. Hier oben. Das ist genau das, was ich euch am Ende des letzten... Ja, schön, dass du unverletzt bist. Hab ich gesehen, wie unverletzt du bist. Wie ich es im letzten Part schon gesagt habe, wir haben noch so viele geile Projekte auf der Liste. Ich will noch so viel mit euch zocken. Ich bin bereit. Da ist mir die Aufnahmezeit viel zu schade jetzt, hier noch irgendwie das Level nochmal zu wiederholen. In der Hoffnung, dass ich genug Lebensenergie habe dann für den Spaß hier. Und ne, das sehe ich alles hier gar nicht mehr ein hier. So, du stirbst jetzt auch da hinten. So, ich mache jetzt hier einfach alles nur noch weg. Ich gehe jetzt mit dem Spiel so um, wie das Spiel mit mir umgegangen ist. Ich behandle es jetzt wie eine kleine Bitch. Ja, du bist meine kleine Bitch, Star Wars Episode 1. Ja, fick dich, Alter. Da kannst du mir auch Panakan noch mal 10.000 Mal sterben lassen. Was ist denn da los, Alter? Ich räume doch hier vorne schon alles weg und ich sterbe trotzdem. Jetzt kriege ich das noch nicht mal mit Cheats hin. Ey, ohne Witz, jetzt macht mich schwach, Freunde. Jetzt macht mich echt noch am Ende richtig schwach. Das ist ein richtig trauriges Bild. Die Kiste der Cheats war jetzt eigentlich, damit wir hier jetzt schnell durchkommen und nicht, damit ich hier jetzt noch mit Cheats hier dicke Probleme bekomme. So, jetzt komm, bleib da einfach stehen, Panakan. Ist besser für deine Gesundheit, ist besser für meine Gesundheit. Ich kill jetzt erstmal die Droidikas hier unten, die hier nachspawnen. Und ihr könnt hier schön zusauen. Ihr könnt jetzt hier schön zuschauen, wie der spannende Kampf hier von dann geht, Alter. Das ist mir doch alles. Guckt euch das an, was das hier aushält. Das ist doch jenseits von Gut und Böse, Alter. Ohne Witz, ey. Wer hat diesen Schrott programmiert, ey? Das ist doch Software direkt aus der Hölle. Direkt aus der Hölle, Leute. Glaubt's mir. Ihr habt nie dran geglaubt, dass es Hölle und Himmel gibt. Ob es einen Himmel gibt, kann ich euch nicht sagen. Aber dieses Spiel beweist, es gibt eine Hölle. Und es gibt einen Gamer-Teufel. Ein Design-Teufel. Und dieser Teufel spiegelt sich genau in diesem Spiel wieder. Das ist zum Brechen. Da kommt nochmal ein Druide hinterher. Du hast mir wahrscheinlich dauernd die ganze Zeit Panakan ermordet. Ist mir egal. Ist mir einfach mittlerweile vollkommen egal. Druidikas, kickt euch einfach ins Knie. Ich bin so heilfroh mittlerweile, dass es der einzige Teil ist, wo die Viecher aufgetaucht sind. Ich denke auch mal in Spielform, weil wie gesagt in Filmform. Eine Gruppe dieser Kampfdroiden versteckt sich bei dem Torbogen. Ja, und du versteckst dich auch, du Sack. Folg mir jetzt einfach. Folgt mir. Ich bin bereit, sobald ihr es seid. Es ist unfassbar, ja. Ich bin einfach froh, zumindest in den Filmen. Es ist der einzige Teil, wo sie aufgetaucht sind. Ich hoffe, dass es auch spieletechnisch der einzige Teil ist, wo sie auftauchen. Das werdet ihr zumindest in geraumer Zukunft von mir hier sehr wenig, sehr, sehr wenig Star Wars sehen. Also, da muss ich ja echt sagen, das ist ja mittlerweile ein Nostalgieschock, was ich hier gerade erlebe. Euer Hoheit! Was hast du denn jetzt schon wieder für Probleme, Alter? Das Sicherheitstor ist verschlossen. Können Sie es öffnen? Die Energieversorgung des Tors muss zerstört werden. Der Generator ist im Maschinenraum, aber die Tür ist verschlossen.
Wer zum Geier hat diese fucking Tür schon wieder zugemacht, Mann? Wer kann die Tür zum Maschinenraum öffnen? Hier war eine R2-Einheit stationiert, die die Tür steuern sollte, aber der Droide wurde zerstört. Boah, was für Schweine, Alter. Ich sag dir, ihr wisst, wie ich zu den R2-Einheiten stehe. Jetzt zum Ende muss der einzige Charakter, der hier wirklich was vollbracht hat, in diesem Spiel auch noch dran glauben. Dann müssen Sie mir sagen, wie ich zu diesem Raum gelange. Es gibt eine manuelle Steuerung, um den Maschinenraum zu öffnen. Die Kontrollen dafür befinden sich hinter einer roten Tür jenseits des Torbogens. Ich werde danach Ausschau halten. Das hier ist eine Schlüsselkarte. Sie öffnet die rote Tür. Rote Tür, bis ihr zurückkehrt. Torbogen, ja, Panakan ist ganz geil. Wer ist nochmal hier von wem der Wächter und der Hüter? Du von mir oder ich von dir? Ich werde hier warten, bis ihr zurückkehrt. Ich glaube, das müsste der Torbogen sein, den wir da unten unter der Brücke haben, wenn ich mich recht entsinne. Ihr erinnert euch, als wir das erste Mal hier in Feed waren. Sie benötigen eine rote Schlüsselkarte, um diese Konsole benutzen zu können. Habe ich nämlich genau diese Tür angesprochen, dass die später noch sehr, sehr relevant wird. Das hatte ich komischerweise noch im Kopf. Das verwundert mich gerade ein bisschen selber. Aber ist egal, wir können weitergehen. Panakan ist hoffentlich nicht schon vorgerannt. Ich speichere jetzt nochmal lieber sicherheitshalber, weil wie gesagt, Panakan und Qui-Gon können uns immer noch wegsterben. Und wenn wir in dem Spiel uns ein klein wenig zu viel Freiraum gönnen, wird das natürlich auch sofort mit einem Game-Over-Screen belohnt. Wir haben es ja mittlerweile zu häufig in diesem Spiel erlebt. Ich werde hier Wache halten, bis ihr zurückkehrt. Weitergehen. Jetzt hat dieser blöde Schalter irgendeine andere Tür erst geöffnet, nicht wahr? Nicht wahr? Aber welche Tür? Das ist jetzt die Frage des Tages. Jetzt müssen wir uns doch ein klein wenig umschauen. Okay, dann geht das doch nicht so zügig, wie ich gedacht habe. Nein, natürlich nicht. Immer genau das Gegenteil von dem, mit dem ich gerechnet habe. Ah, hier haben wir nochmal ein großes Medipack. Das nehme ich liebend gerne mit. Jetzt könnte man ja sagen, Wishes, du könntest die Sheets nochmal ausmachen. Aber nö. Ihr seht ja schon, warum nicht. Habt ihr gesehen, was der ausgehalten hat? Nö. Einfach nö. Sehe ich nicht mehr ein. Nö. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist alles Zeit, die mir von anderen Projekten weggenommen wird. Ja. Aktivierst du damit auch irgendwie was? Ich habe irgendwas im Hintergrund gehört. Das kann aber alles Mögliche sein. Ich weiß jetzt nicht, was diese Tür aktiviert. So, hier ist der riesige Fluss. Oh, ist das das Boot da hinten, wo wir... Ja, das ist das Boot, wo wir mit Obi-Wan drauf waren. Tja, wäre der Kollege mal weitergefahren, ne? So wie Obi-Wan es ihm geraten hat. Dann wäre jetzt wahrscheinlich da nicht irgendwie unter Wasser oder so, ja. Der ist jetzt obdachlos. Der hat kein Wohnboot mehr. Tja, so spielt das Leben, nicht wahr? So geht das Spiel mit uns allen hier um. Ich werde hier Wache halten, bis ihr zurückkehrt. Die Scheißtür ist immer noch nicht offen. Hier, die Tür ist offen, ja. Das Teil machen wir jetzt kaputt. Das Medipack nehmen wir jetzt noch mit. Dann gehen wir hier durch. Er ist da hinten schon wieder am Ballern. Natürlich, weil er nicht warten kann. So viel zu, ich werde hier warten, bis ihr mit allem fertig seid. Ich sehe das. Wir müssen diesen Generator zerstören. Dann sag mir mal bitte wie, mein Bester. Du musst mir nicht das Offensichtliche sagen, was ich mit eigenen Augen sehe, sondern du kannst mir gerne auch sagen, wie ich diese Aufgabe bewältigen könnte. Das wäre zumindest ansatzweise vom Vorteil. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich wäre da ein großer Fan von. Ich denke mal, wir sind hier oben gar nicht mal so falsch. Hier laufen zumindest Ruinen rum, also können wir gar nicht so falsch sein. Ist da drüben Schalter oder so? Wenn ich darüber springe, ist wahrscheinlich unsichtbare Mauer tot. Na komm, dann springe ich nochmal runter. Vielleicht hat er irgendwie eine Karte für uns. Ich bleibe an eurer Seite, euer Hoheit. Ne, mehr hat er nicht zu erzählen. Hast du noch was zu erzählen? Vorsicht! Einige der Astromektoiden sind von der Handelsföderation umprogrammiert worden. So, Feierabend hier. Ich hab da hier doch keine Lust mehr drauf. Wieso stehen jetzt hier auf einmal Druiden? Ich bin doch hier gerade vorbeigelaufen. Hier war doch alles still. So, wir gehen jetzt mit unserem Elektroschlocker hier durch und metzeln alles nieder. Das ist mir doch alles zu blöd. Hier sind wir auf der anderen Seite. Kann ich da runter? Man muss halt dieses Kraftfeld irgendwie außer Kraft setzen. Hahaha, Wishes, du bist wieder hier. Wortgewandt wie eh und je. Ich habe echt keinen Bock mehr, Leute. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin durch mit dem Thema. Das war Star Wars Episode 1. Ich will den Scheiß jetzt hier nur noch zu Ende bringen. Das gebe ich offen und gerne zu. Sag hier,
Ja, ganz, ganz sinnvoll. Ganz, ganz sinnvoll. Die Firma dankt. Richtig toll. Super. So kommen wir zurück. Wie weit kann ich denn... Oh, R2-Einheiten. Hallo. Boah, wie mies. Die haben die umprogrammiert, die Schweine. Jetzt sind das ISIS-R2-Einheiten. Boah, das ist mies, Alter. Das ist echt unappetitlich. Wie sie hier jetzt auch nochmal Level-Recycling betreiben, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Hier sind wir überall mit Obi-Wan gewesen damals, bei unserem ersten Besuch in Feed. Das ist schon wieder... Ich meine, das kann man mal bringen, aber es unterstreicht mal wieder meine Vermutung, dass sie am Ende keinen Bock mehr hatten. Weil das alles jetzt hier am Ende reingedrückt wurde. Ja, hier sind die ganzen Schalter, die wir mit Amidala betätigt haben und mit Obi-Wan. Da fehlen mir die Worte, Alter. Das ist die Frage, wenn ich den ganzen Scheißweg zurückrenne, bringt das irgendwie was? Nee, ich muss ja irgendwie dieses... Warte mal, ich habe eine andere Idee. Vielleicht ist das gar kein Schalter, den wir brauchen, um das Kraftwerk zu deaktivieren. Vielleicht kriegen wir das auch einfach durch rohe Gewalt deaktiviert. Jetzt muss ich erstmal den Weg wieder zurückfinden hier. Immer den Roboterleichen folgen. Probieren wir es doch einfach mal. Versuchen wir es mal. Ja, so simpel. Warum kompliziert, wenn es auch simpel geht? Ja, die Rätsel, die habe ich übrigens auch ein klein wenig komplizierter im Kopf gehabt, ja. Schlussendlich muss ich doch irgendwie merken, wirklich Rätsel gab es in diesem Spiel nicht. Nein, nicht wirklich. Du kannst hier einfach alles mit roher Gewalt lösen. Selbst diese ganzen Sammelquests, habt ihr ja gemerkt, die können wir rein mit roher Gewalt lösen. Das ist unfassbar, Alter. Dann gehen irgendwelche Dialoge nicht. Ja, ich fange jetzt schon mit meinem Fazit an. Ihr merkt es. Ja, das... Geh einfach weg. Ist mir scheißegal, ob ich dafür jetzt... Ja, jetzt macht mein Controller auch noch Faxen. Der mag das Spiel nämlich überhaupt nicht. Und ich glaube, meine PlayStation 3 ist auch sehr, sehr dankbar, wenn wir das Ganze hier jetzt zu einem gloriosen Ende bringen. So, hier sind wir am Anfang und am Ende von der ganzen Geschichte. Wollen wir hier hin? Sollen wir hier hin? Ist Panakan wieder irgendwo stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Panakan? Wo bist du? Wo bist du, mein Königswächter? Ich brauche dich und vermiese die... Ist mal Erden da oben. Du kannst dich mal nützlich machen, Digga. Du siehst, wie hier deine fucking Königin von allen Seiten beballert wird. Und du tust nichts. Wir werden das Schloss durch die Fenster im seitlichen Garten betreten. Okay. Na dann, geh mal. Ich bin bereit. Dann geh mal. Los. Hopp, hopp. Ja, super. Er ist noch im Folgemodus. Durch das Fenster in den Gärten will er das Schloss betreten. Da meint er wahrscheinlich da oben, wo gerade unser arbeitsloser Scharfschütze steht. Wir müssen auf Captain Panaka warten. Da ist er doch, der Captain Panaka. Wo ist er da? Wo ist er da? Wo ist er da? Hey, Dusa! Gucke hier hoch! Hallo, Lola! Hier drüben! Wo ist er denn jetzt? Oh, ich hasse ihn so sehr. Ja, vorwärts. Ich gebe dir gleich vorwärts hier. Los, vorwärts. Oh, hätte ich nicht machen sollen. Ich will einfach nicht mehr. Dieses Spiel, Alter, es nervt einfach nur. Die NPCs machen nicht das, was sie sollen. Ey, sogar die fucking Hitbox ignoriert mich. Jetzt müssen wir nochmal zurückrennen. Das blöde Schild deaktivieren. Ja, meinetwegen sollen die da oben die Typen abballern. Ist mir sowas von egal. Kommt hinterher. Gebt mal Gas. Los! Wir werden das Schloss durch die Fenster im seitlichen... Ist ein Tango, Jungs. So, jetzt laufe ich ein bisschen langsamer. Um unsere ausgebildeten Wächter nicht zu überfordern. Wir wissen ja, sowas lernt man auf der Wächterschule nicht. So, wer wird denn da jetzt schon wieder abgeballert? Ich werde abgeballert. So, ein bisschen mit dem Schlogger. Dann hat sich die Sache auch geregelt. Gut, können wir weitermachen, Jungs? Alles klar. Ich bleibe an eurer Seite, euer Hoheit. Ja, jetzt haben wir auf Captain Panakan gewartet und es passiert nichts Spannendes. Ich will auch aufs Dach. Komm, ich steige euch aufs Dach. Unsere Soldaten haben das Fenster gesichert und sind bereit vorzurücken. Jetzt, da wir wieder zusammen sind, können wir weiter. Ah, und da geht der Kampf weiter. Hier gibt's übrigens, habe ich irgendwo mal gelesen, durch Zufall, als ich mich ein bisschen über das Spiel schlau gemacht habe. Ja, jetzt der Kampf natürlich nicht mehr ansatzweise so atemberaubend, wie er vorher war. Aber wie gesagt, der Kampf ist auch noch einigermaßen möglich ohne Cheats, das weiß ich.
hier gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo ihr Darth Maul so in eine Ecke glitschen könnt. Mein Gott, Alter. Du hast Probleme, Digga, ne? Ganz ehrlich, ne? Ja, zu viel Anakin am Tag gewesen, ne? Wo ihr den auf jeden Fall so glitschen könnt, dass er nichts machen kann und ihr den dann dementsprechend so besiegen könnt. Wie komme ich denn jetzt schon wieder da hoch, ey? Ach, warte. Das ist eine Treppe. Ja, wunderbar. Komm ich... Ist das dein Ernst, Obi-Wan? Was hat er für Probleme, Alter? Guck mal, das ist das Ergebnis von zu viel Energy Drinks und Kaffee. Ich bin... Was? Ich bin noch nicht mal da oben und er rastet komplett aus, Alter. Er kämpft gegen Luft. Die macht es stark in dir. Und ich habe vergessen, wieder zu speichern. So, jetzt geht der ganze Affentanz wieder von vorne los. Guckt euch das an. Selbst wenn wir wahllos nur auf ihn reinschlagen, was er uns an Damage macht und was wir ihn an Damage machen, das ist... Es ist einfach keine Strategie dahinter zu sehen. Es ist einfach nur noch ekelig, Alter. Selbst mit Cheats zieht sich der Kram wie Kaugummi. Das ist unfassbar. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. So, Qui-Gon hat wieder Probleme, über die er nicht reden möchte. Ist in Ordnung. Die Wahl liegt bei dir, mein Schüler. So. Ah, alles klar. Gut. Ich hätte schneller durch die Tür laufen sollen. Ist in Ordnung, gut. War mein Fehler. Man kann ja aber trotzdem... Aber das ist auch wieder so, du musst das wissen. Das ist so ekelhaft, ne? Natürlich probierst du als allererstes unten lang zu laufen. Wie lauten eure Befehle, euer Hoheit? Alles kaputt machen. Sie bleiben hier und sichern unsere Flucht. Wir müssen den Vizekönig finden. Jawohl, euer Hoheit. Wir müssen uns beeilen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Frage mich, wie sich unsere Truppen schlagen. Schlecht. Vorwärts. Na, willst du mitkämpfen, Druide? Ja, ich sehe schon, du siehst auch rot, ne? Ja, ich allerdings auch. Vor allem, wenn ich dich sehe. Ey, das ist doch alles hier. Das ist alles hier unfassbar, du. Habt ihr den Vizekönig der Handelsföderation gefunden? Hallo, Herr Zwo. Wenn ich Herr Zwo sehe, dann kriege ich gleich gute Laune. Rette mich! Rette mich, hau da rein. Das ist unfassbar, Alter. So, jetzt müssen wir den behinderten Vizekönig der Föderation hier noch schnell finden. Damit wir den als Geusel nehmen können. Damit er hier die Druiden zurückruft. Weil Madame natürlich nicht weiß, dass... Danke euch. Verhört? Warum? Um die Kampfdruiden daran zu hindern, die Kontrolle über den Palast zu erlangen, haben wir die meisten der farbigen Schlüsselkarten versteckt. Ihr benötigt alle Karten, wenn ihr in den Thronsaal wollt. Oh nein. Wo sind die Schlüsselkarten? Cyrus hat den weißen Schlüssel. Ich weiß nicht, wer die anderen Schlüssel hat. Ist das dein Ernst? Du sperrst den halben fucking Palast ab und gibst Schlüsselkarten hin, wo du nicht weißt, wo sie sind? Wo ist Cyrus? Das ist alles ein Albtraum, ey. Cyrus und einige andere werden hinter dieser Tür festgehalten. Wir müssen die Gefangenen retten. Halt! Die Gefangenen werden schwer bewacht. Hinter der Tür wartet der sichere Tod auf euch. Auf mich nicht, Digga. Ich bin Imber. Ich hab Imber-Modus an. Wir müssen einen Weg finden, sie zu retten. Das ist mir sowas von Latte. Alter. Hier ist Party, ey. Hier ist gute Stimmung. Kann man... Ja, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. So, kann ich überhaupt mit meinem Schlocker hier ansatzweise Damage machen? Nicht wirklich, ne? Die Druidikas ignorieren den Schlogger. Das kann auch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, um was zu trinken. Ja, eine Granate habe ich noch für zwei. Zwei reicht's noch. Ja, ich würde mal sagen... Nö. Hallo. Ah, hier ist Bewaffnung, mit der ich arbeiten kann. Und das hätte sonst sehr, sehr lange werden können. Da hätte ich hier an dieser Stelle mal wieder schneiden müssen. Das hätte ich euch jetzt natürlich nicht angetan. Hier 20 Minuten mit zuzuschauen, wie ich probiere, Druidenklasse zu töten. So, das ist Nummer 1. Das ist unfassbar. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Ja, und Nummer 4 geht es jetzt auch an den Kragen, wenn ich sie mal treffe. So, wunderbar. Siehst du, nichts los hier. Lass mal hier Königin Padma an den Start. So, dann geht das schnell hier. Dann geht das ratzifatz hier. So, kann ich jetzt... Nein, die Tür kann ich natürlich nicht so einfach öffnen. Da drüben steht erstmal die halbe Belegschaft.
Ah, ich höre schon, da kommen noch Nachzügler, natürlich. Wäre ja auch zu einfach gewesen, nur 4 Druidikas. So, was haben wir hier hinten? Hier ist gar nichts. Hier haben wir noch ein Medipack. Hier steht noch einer, der ein bisschen Stress haben möchte. So, und das Teil, wozu kann ich denn das Teil verwenden? Wahrscheinlich, um hier irgendwo raufzuspringen. Kann ich das benutzen, um hier rüberzukommen? Ist das... Will das das Spiel von mir? Nee, nicht wirklich. Aber irgendwie... Dann verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wie haben die denn diese verdammte Tür abgeschlossen? Das macht ja vorne und hinten auch keinen Sinn. Egal. Da hoch komme ich, oder was? Komme ich da hoch? Nee, das Spielgrenze, aber wozu... Warte mal, ich habe eine andere Idee. Oh, ich sehe gerade schon wieder, das wird doch hier wieder eine... Soll ich das Teil... Mit jedem Moment, den wir zögern, gewinnt die Handelsföderation an Macht. Sie benötigen eine weiße Schlüsselkarte, um diese Konsole benutzen zu können. Ja, ist gut. Ich würde diese weiße Schlüsselkarte ja auch von unserem Cyrus-Typen da hinten bekommen, wenn ich durchkommen würde. Aber irgendwie komme ich das nicht. Jetzt ist natürlich die Frage des Tages... Wozu? Ich bin gerade am überlegen, ob das Sinn macht, das Ding hier hin zu karren und da oben probieren, die Bildschirme irgendwie zu aktivieren. Wovon ich aber nicht ausgehe. Euer Hoheit, ihr müsst vorsichtig sein. Ich bin die Vorsicht in Person. Halt's Maul. Da oben ist ein Schalter. Da oben ist ein... Wer zum Geier baut da oben einen Schalter hin? Ohne Scheiß. Wer tut so etwas? Boah, ohne Witz, der Architekt, der gehört einfach fristlos gefeuert. Ohne Witz. Im Gegenteil, der sollte noch Geld. Man sollte noch Geld verlangen. Nachdem man ihn gefeuert hat, sollte er noch Geld bezahlen müssen. Wer zum Geier baut da oben eine Steuerungskonsole hin? Das macht vorne und hinten in keinster Weise irgendwie Sinn. Ohne Witz. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich als Padme hier die nächste Amidala werde, Freunde. Die ganzen Innenarchitekten. Töre da feuern, Alter. Die können alle zum Arbeitsamt gehen. Können sich da anstellen, wenn ich nicht das Infocenter davor schon umgebracht habe. Wisst ihr Bescheid, ey. Aber okay, gut. Nach guten alten PlayStation 1 Regeln noch hier so ein kleines Schieberätsel zwischendurch hier noch reinbauen. Ach, irgendwie gehört es dann doch ja zum letzten Level nochmal dazu. Wir ziehen das jetzt hier durch. Das wird jetzt hier der letzte Part. So, ich befreie euch von Star Wars und mich jetzt. Das ziehen wir jetzt durch, Freunde. Das ist jetzt hier in trockenen Tüchern. Das ist mir egal. Und wenn die noch 500 Schlüsselkarten von uns wollen, ich bin bereit. So, kann ich sie denn jetzt wenigstens holen, die weiße Schlüsselkarte? Was habe ich denn jetzt damit geöffnet schon wieder? Gar nichts wahrscheinlich, ne? Nö. Das Teil ist einfach nur da, weil es da ist, oder was? Ne, hier. Ah, clever. Hallo. Königin Amidala, ihr habt uns gerettet. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Ich brauche alle Schlüsselkarten, die sie versteckt haben. Hier ist der weiße Schlüssel. Es ist der einzige, den wir haben. Danke. Bitte helfen Sie diesen Männern zu fliehen. Ich muss weiter zum Thronsaal. Viel Glück, Euer Hoheit. Der Hintergrundsound ist wieder gefressen worden. Diese Tür, die wird sich nie wieder öffnen. Die werden wir nie wieder aufbekommen. What the fuck? Ich wollte nur speichern, Alter. Keep cool, Game. Ohne Scheiß. Jetzt zum Ende hin wird's mir echt jetzt noch Kopfzerbrechen bereiten. Ich wollte nur speichern. Alles cool, Leute. So, Schlüsselkarte rein. So, was fehlt uns noch? Schlüssel? Wir müssen uns beeilen. Ja, mach doch die Tür auf. Ich hab doch meine... Hab ich die Schlüssel? Hä? Ich hab die doch mitgenommen, oder nicht? Die mitgenommen? Doch, habe ich mitgenommen. Königin Amidala. Ich brauche alle Schlüsselkarten, die Sie versteckt haben. Hier ist der weiße Schlüssel. Hä? Bitte helfen Sie diesen Männern zu fliehen. Ich muss weiter zum Thronsaal. Viel Glück, Euer Hoheit. Was? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich jetzt wirklich... Also entweder habe ich gerade ein Déjà-vu. Hallo, R2-D2. Aha. Muss ich nicht verstehen. Nein, muss ich nicht verstehen. Ist mir auch jetzt mittlerweile... Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach komplett egal. So, Digga. Nur fliegen ist schöner. Ja, und hier sind wir jetzt beim End-Showdown. Zumindest was die beiden Jedis anbelangt. Eine sehr, sehr coole... Szene im Film. Eine sehr, sehr nervige Stelle im Spiel.
Einfach weil ihr gesehen habt, wie schnell es bergab gehen kann mit unserer Jedi-Karriere. Aber ich habe schon so ein bisschen Qui-Gons Schreie vermisst. Doch. Hier entlang. Kann ich den denn jetzt direkt benutzen? Ja, jetzt kann ich sie auf einmal direkt benutzen. Das macht so gar keinen Sinn, Alter. Alter, ich weiß nicht, was das Game. Ich weiß nicht, womit haben die das programmiert? Mit einem Toaster, Alter, und einem Mixer oder was? Es ist ohne Worte. So, so, wo kämpfen Qui-Gon und Darth Maul eigentlich? Ich höre sie kämpfen, aber ich sehe sie leider nicht. Ich gehe mal einfach hier weiter. Sehr, sehr cool ist für die Freunde unter euch, die Force Unleashed kennen. Darum sind sie halt fett am Fighten, Alter. Wir sollten jetzt ein bisschen Gas geben. Für die unter euch, die Force Unleashed kennen, die haben diese Sequenz, glaube ich, im Endbosskampf bei Force Unleashed. Schlimmes Wort. Bei Force Unleashed 2 ein bisschen umgebaut, so ähnlich. Mit der gleichen Struktur hier. Und habe ich da, ich glaube, die Plattform kommt nicht mehr runter, oder? Hat die Feierabend gemacht. Habe ich da richtig, richtig hart gefeiert. Hier ist es eher kontraproduktiv, das Design. Doch, ja, wirklich. Also hier kann es richtig hart nerven. So. Jetzt können wir wieder warten, bis die Plattform nach oben fährt. Merkt ihr diese Spannung hier beim Endbattle? Fühlt ihr sie? Könnt ihr sie spüren? Ist die Macht stark in euch? Ist die Macht so stark in euch, dass Qui-Gon Jinn euch einfach von euren Eltern wegziehen würdet und euch irgendwohin mitschleppen würde zu ein paar alten Säcken, weil Jedi-Tempel und so, ist die Macht so stark in euch? Ja, ich denke mal schon, ne? Bei dieser, wo ich merke auch gerade, das Spiel, das wird immer schwächer, so, das kriegt so langsam Altersschwäche. Bin ich hier, komme ich da rüber? Ich sag da jetzt einfach mal gar nichts zu. Ich lasse das jetzt so unkommentiert. Ich will da einfach jetzt nur noch rüberkommen. Komm. Mach es mir jetzt nicht zu so einem... Ja, auf einmal geht der Doppelsprung nicht, weil die Frame nicht hinterherkommt. Das ist richtig geil. Sehr genial ist auch, ich erkenne das ja an meinem Aufnahmeprogramm, dass die Level mit verschiedenen Frames arbeiten. Manche Level haben 50 Frames und andere nur 30, was vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Nicht mal ansatzweise.